In diesem Video werde ich die Eignung eines linearen Sensors aus einem Drucker als Bewegungssensor für einen Eigenbaulinearantrieb genauer untersuchen. Wie in einem vorangegangenen Video gezeigt, wandelt der hier zu sehende Antrieb die Drehbewegung des Elektromotors über eine 6mm Gewindestange in lineare Bewegung. Die Bewegung des Schlittens wird über eine Messuhr erfasst. Wird das Holzrad per Hand gedreht, so kann der Schlitten auf wenige Mikrometer genau positioniert werden. Der Linearsensor besteht aus einem Plastikstreifen mit darauf gedruckten sehr feinen Linien und stammt von der Druckkopfsteuerung eines Tintenstrahldruckers. Der Sensorstreifen ist an einem Ende fest mit der Mechanik verbunden und wird an dem anderen Ende über eine Feder straff gespannt. Abgetastet werden die Linien von einer doppelten Gabellichtschranke, die fest mit dem Schlitten verbunden ist. Der Schaltzustand der beiden Sensorausgänge wird über zwei LEDs angezeigt. Liegt an dem entsprechenden Eingang des Arduino ein High-Signal an, so wird die dem Eingang zugeordnete LED eingeschaltet. Wird der Schlitten nach links bewegt, so beginnt zuerst die linke LED zu leuchten, dann ebenfalls die rechte LED, dann erlischt die linke LED und schließlich erlischt auch die rechte LED wieder. Wird der Schlitten weiter in die gleiche Richtung bewegt, so wird dieser Zyklus erneut durchlaufen. Wie in einem vorangegangenen Video über Rotationssensoren gezeigt, kann mit diesem Schema die Bewegung und auch deren Richtung erfasst werden. Eine Umdrehung des Zeigers der Messuhr entspricht einer linearen Bewegung um 1 mm. Dabei werden von dem Sensor 24 Pulse an den beiden Eingängen des Mikrocontrollers generiert. Ein Puls entspricht somit einer Bewegung um 42 Mikrometer. Die Holzscheibe kann von dem Arduino mit Hilfe einer Haarbrücke und eines Elektromotors in Rotation versetzt werden. Über das von dem Linearsensor generierte Feedback wird der Regelkreis geschlossen. Wird über einen Hostcomputer der Sollwert geändert, so bewegt sich der Schlitten um die entsprechende Anzahl Pulse nach rechts oder nach links. Wie zuvor gemessen, sollte ein einzelner Schritt einer Bewegung des Schlittens um etwa 42 Mikrometer entsprechen. Zu sehen ist allerdings, dass die Bewegung in ungleichen Schritten erfolgt. Die untere Grenze entspricht der minimalen Bewegung, die nötig ist, den Schaltzustand an einem der Eingänge des Arduino zu ändern. Bewegen wir den Schlitten nach links, bis beide LEDs erlöschen, und wieder zurück nach rechts, bis die rechte LED wieder leuchtet, so muss der Schlitten um deutlich weniger als 5 Mikrometer zurückbewegt werden. Um die größte Schrittweite zu bestimmen, wird der Schlitten nach links in die Nähe des Nullpunkts gefahren, bis beide LEDs erloschen sind, und dann weiter nach links bewegt, bis erneut eine Änderung an einer LED auftritt. Die gemessene Schrittweite beträgt nicht ganz 50 Mikrometer. Wie in dem ersten Video zu diesem Linearantrieb wird das Spiel in der Mechanik mit einer Eigenbau-Federwaage gemessen, wobei der Elektromotor abgeschaltet ist. Die maximale Auslenkung beträgt 130 Mikrometer und nach dem Loslassen ergeben sich 45 Mikrometer, die Mechanik wurde zu Demonstrationszwecken nicht allzu gut justiert. Wird der Elektromotor eingeschaltet und die Messung erneut durchgeführt, so schaltet der Arduino den Motor mit gegenläufiger Bewegung ein, sobald die Federwaage den Schlitten so weit ausgelenkt hat, dass eine Änderung an einem der beiden Eingänge auftritt.
Der Arduino kompensiert das Spiel in der Mechanik, zumindest wenn dieses größer als die Auflösung des Sensorstreifens ist. Das gemessene Spiel beträgt nun maximal nur noch 35 Mikrometer, was in etwa dem Intervall zwischen zwei Schaltzuständen entspricht. Innerhalb dieses Intervalls bleibt die Abweichung trotz des großen Spiels in der Anlenkung auch, wenn der Schlitten nach rechts zum Nullpunkt, dann um weitere 256 Pulse nach rechts und nach einem Richtungswechsel wieder um die gleiche Anzahl Pulse nach links bewegt wird. Der Messwert ist etwa 10 Mikrometer. Mit dem zweiten auf Gummidichtungen gleitenden Schlitten werden Seitenkräfte während der Bewegung simuliert. Wird der Test mit montiertem Lastschlitten wiederholt, so ist eine Abweichung von 15 Mikrometern zu messen, was erneut in dem Intervall für die minimale Abweichung liegt. Auch nach einer Bewegung um 4096 Pulse, entsprechend etwa 20 cm nach rechts und wieder nach links, bewegt sich der Schlitten zuverlässig zurück zum Nullpunkt, zumindest innerhalb der Auflösung des Sensors. Können mit dem linearen Sensor alle Schwachstellen des Antriebs kompensiert werden? Zumindest teilweise. Bei einer langsamen Auslenkung kann der Arduino den Fehler auf 50 Mikrometer begrenzen. Wird die Mechanik hingegen schlagartig ausgelenkt, so kann der Regelkreis nur mit begrenzter Geschwindigkeit gegensteuern. Die maximale Auslenkung ist mit fast 200 Mikrometern deutlich größer. Wird der Schlitten mit leichten Schlägen in Schwingung versetzt, so wechseln die Signale an den Eingängen des Arduino mit so hoher Geschwindigkeit, dass einzelne Pulse nicht erfasst werden können. Das Verschlucken von Pulsen führt dazu, dass der Schlitten hier nach rechts abdriftet, obwohl der Sollwert nicht verändert wurde. Bei der Ansteuerung des Schlittens mit hoher Geschwindigkeit neigt das System bei großem Spiel in der Anlenkung zu Schwingungen um den vorgegebenen Sollwert. Unterbunden werden kann das, indem ein Intervall um den Sollwert definiert wird, in dem der Motor nur mit geringer Leistung angesteuert oder ganz abgeschaltet wird. Die Schwingungen verschwinden, die Präzision ist durch diese Maßnahme allerdings gesunken, da das Intervall, in dem der Motor gegensteuert, nun 2 Schritten, also etwa 100 Mikrometern entspricht. Mit einer leichtgängigeren, möglichst spielfreien Mechanik kann das Intervall verkleinert werden. Selbst ein hervorragender linearer Sensor kann aus einer schlechten Mechanik keine gute CNC-Maschine machen. Mit der Ansteuerung über eine selbstgebaute Sensorscheibe an der Gewindestange beträgt die Schrittweite weniger als 10 Mikrometer. Die Auflösung des Sensorstreifens aus dem Drucker ist zu gering, um bessere Resultate zu liefern. Hochauflösende lineare Sensoren werden in professionellen CNC-Maschinen verwendet, sind allerdings nicht gerade billig und das aus gutem Grund. Der dünne Plastikstreifen dehnt sich, wenn man an dem losen Ende ein wenig zieht, gute Sensoren müssen stabil aufgebaut sein. Auch Längenänderungen durch Temperaturschwankungen müssen berücksichtigt werden. Die Anbringung des Sensorstreifens an der Mechanik ist ebenfalls verantwortlich für die erreichbare Präzision. Befinden sich das feste Ende der Gewindestange, die Messuhr und das feste Ende des Sensorstreifens links, so ergibt sich eine Abweichung von weniger als 50 Mikrometern, wenn ich die Mechanik per Hand verwinde. Wird die Abweichung größer, so regelt der Arduino den Schlitten entsprechend nach. Wird der Sensorstreifen so befestigt, dass sich dessen loses Ende auf der linken Seite befindet, so beträgt die Abweichung mehr als 100 Mikrometer.
Der Regelkreis wirkt nun sogar in Richtung der Abweichung, da der Sensorstreifen in eine andere Richtung ausgelenkt wird als die Messuhr. Ist die Auflösung des linearen Sensors von etwa 50 Mikrometern für eure Anwendung ausreichend und gebt ihr euch beim Bau der Mechanik zumindest ein wenig Mühe, so erhaltet ihr eine kostengünstige und zuverlässige Lösung. Mehr zu Linearantrieben und Sensoren gibt's auf der Projektseite. Danke fürs Angucken und bis bald!